Gut, ihr lieben Makerlein, heute wird es ein kurzes Update-Video, garantiere ich euch, weil ich bin mit dem, was ich gerade mache, nicht so schnell durchgekommen und mir geht auch langsam der Saft aus. Was mache ich gerade? Ich baue gerade die LED-Leisten für den Voron. Da seht ihr, sind schon entsprechend Konnektoren drauf. Hier ist noch kein Konnektor drauf, hier an dem auch noch nicht. Das heißt also, das ist das Teil, was dann nach außen geht später. Und da bin ich jetzt gerade hier am Krimpen und alles und ich merke einfach, dass ich nicht so schnell vorankomme, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe auch vorher die Kabel müssen, die LED-Streifen müssen löten und alles drum und dran. Da habe ich einen Teil schon verfeuert und ständig ist irgendwas dazwischen gekommen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt heute nur so ein kleines Update-Video und morgen versuche ich dann entsprechend für euch die LED-Leiste soweit fertig zu haben. Deswegen kommt dann morgen ein großes Video nochmal ausnahmsweise. Und ein Livestream morgen Abend für die Mitglieder, für die Kanalmitglieder gibt es nochmal einen Livestream. Genau. Aber ich habe heute auch noch was anderes gemacht. Ich habe noch ein bisschen, deswegen bin ich ein bisschen Zeit, knapp dran von der Zeit her. Ich habe das finale Design von dem Blade Clue, von der Packung. Wer sich erinnert, das ist das Logo. Ich habe das finale Design von dem Blade Clue soweit mal gedruckt. Also ganz final ist es noch nicht, weil ich habe jetzt erstmal nur mit einer Dummy-Datei das Ganze designt und mit dem richtigen Hintergrund, mit dem wir jetzt gekauft haben für eine entsprechende Auflage. Wird das Ganze natürlich jetzt nochmal ordentlich gemacht. Das ist so ein Quick and Dirty Entwurf. Und da seht ihr auch schon entsprechend das Boxdesign entsprechend fertig. Na, fokussiere Kamera. Es ist ein bisschen schief, ist nicht ganz so toll, weil ich das halt wirklich Quick and Dirty einfach zusammen haben wollte, um zu gucken, ob es denn grob passt. So wird es aussehen. Auf der Rückseite wird es nochmal ein paar mehr Informationen inklusive Barcode, also ERN-Code geben. Und natürlich die Hinweise, dass es brennbar ist und Inhaltsstoffe und was man alles draufschreiben muss, halt entsprechend von der EU abgesehen. Und genau, und die Flasche passt natürlich auch, seht ihr, entsprechend von der Höhe her perfekt rein. Auch von der Breite her und allem drum und dran. Und das Label dafür werde ich morgen auch nochmal versuchen zu designen. Aber erstmal Video morgen fertig schneiden. Da habe ich jetzt schon, ihr seht hier, mit zwei Kameras gefilmt, dass man nur mal so aus ein paar Perspektiven entsprechend das Ganze filmen kann, das umstellen, gucken, dass alles auf der Kamera richtig scharf ist und so in Richtung. Das ist anstrengend und es dauert länger, als ich gedacht habe. Das bin ich jetzt schon ein paar Tage dran, auch die Teile zu drucken und alles. Das hat halt nicht ganz so schnell geklappt, wie es gedacht war. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!